Charaktere, die auch gut in der Lage sind, diesen Schild von Yasuo zu überbrücken. Und Vladimir ist halt auch einer davon. Und hier entscheidet man sich sofort nach dem letzteren Spiel jetzt für Crash, den Hecarim rauszubannen. Der war ihm einfach zu stark. Und da zieht man die Konsequenzen jetzt und sagt sich, nee, den wollen wir nicht nochmal gegen uns haben. Niederlebe rausgenommen, Lissandra nach wie vor dort gebannt. Malzahar, der auch noch rausgenommen wurde, also hier Jhin der Greenwings, die wollen auf jeden Fall eine komplett andere Kombo dort, der jetzt auf Long so zwingen. Die wollen einfach sehen, ob die das auch noch spielen können. Der Tam Kench, der wird hier noch rausgenommen. Und somit haben wir jetzt wirklich was komplett Neues zu erwarten. Kombo von der, ja, von dem alten Game wurde zu 60% schon alleine gebannt. Da weißt du halt auch, das war jetzt komplett neues, nein, Glück kann man nicht sagen. Spiele haben aber ein komplett neues Spiel sehen werden. Also es wird von den Verhältnissen auf jeden Fall nicht jedem laufen. Rex hat noch mal offen, genauso wie Gragas. Bin gespannt, für was man sich hier als First Pick entscheidet. Natürlich jetzt auch die Möglichkeit, dass man sagt, jo, wir nehmen CV First oder Ashe, je nachdem, was man da präferiert auf der AD Carry Position. Einfach nur, wenn man sagt, ja, es ist egal, ob wir jetzt Gragas oder Rexel bekommen, das ist nur mit rum, die sind gleich viel wert. Dann kann man auch andere Picks nehmen. Oder man entscheidet sich halt für den Shen auf der Top Lane. Hier also gleich den dominanten Pick rausgeholt. Es gab ja mal eine Zeit, wo Shen auch auf Support-Position gespielt wurde, aber mittlerweile, seit dem Remake, ist es halt wirklich so, dass halt Support nicht mehr ganz so viel wert ist. Macht sich da auf der Top Lane deutlich besser. Longso, die ergreifen jetzt die Gelegenheit beim Shop und nehmen sich da direkt als erstes. Ich denke auch Rexha immer noch ein bisschen besser und schneller unterwegs als Gragas im Jungle. Hier also vollkommen nachvollziehbar. Auch der Alistar, der jetzt auf Pure geparkt wird. Das heißt, man hat schon mal sehr, sehr viel CC ins Team mit rein integriert, was immer gut ist. Und jetzt kannst du im Nachhinein nochmal adaptieren. Du musst natürlich einen der Solo-Lanes gut zeigen, früher zumindest als Gegner, weil du halt den allerletzten Pick hast und musst jetzt in der nächsten Rotation auf jeden Fall schon zeigen, was du auf Top-Lane oder halt gegebenenfalls auf der Mitte haben möchtest. Wir haben jetzt die Chance, noch nicht zeigen zu müssen. Das heißt, man sollte Jungler und einen Pick von der Botlane gegebenenfalls nehmen. Selber haben wir ja dort schon die Top-Lane zeigen müssen. Das heißt, auch Longzhi würde da, denke ich, gut darauf reagieren. Na, wäre immer so eine Variante, die ja auch okay wäre. Aber Na gegen Shen ist, glaube ich, ein Matchup, was gar nicht ganz so einfach für dich ist. Hast halt viele Tank-Matchups, wo der Poke cool ist. Aber Shen hat immer noch die Mechanik, dass er halt viel mit seinem W abfangen kann. Mit diesem Block-Areal quasi. Und man hat jetzt hier noch den Trundle, der wird aber sicher als Support gehen. Man hat damit natürlich die Möglichkeit, im Endeffekt den Trundle noch immer auf die Top-Lane zu flexen. Wenn du sagen würdest, wow, das ist ein unglaublich gutes Matchup für uns. Aber ich denke, Shen als Support ist da einfach ein bisschen zu wenig wert, als dass du es machen würdest. Aber abwarten. Wenn jetzt natürlich auf die Top-Lane jetzt noch ein übelst fetter Tank geparkt wird und die sagen, yo, komm, wir spielen jetzt hier mal okay Top-Lane. Ja, dann wird man halt wahrscheinlich trotzdem mal sagen, yo, Trundle, der kann das perfekt ausnutzen. Weil selbst dann würde ich sagen, ist als Support nochmal besser. Mit der Ultimate profitierst du halt sowieso im Teamfight von dem Maokai. Und der Shen hat halt auch keine schlechte Laning Phase gegen Tanks, weil er halt eben diese neue Q-Mechanik hat, mit der er halt auch prozentualen Schaden verursacht. Ist so oder so, ich denke, das ist ziemlich sicher, dass dieser Trundle hier auf die Support-Position gehen wird. Also auch so, die haben jetzt halt die Möglichkeit, dann wieder zu den Tank Top-Lane, was das Sinnvollste sein sollte. Und nehmen den AD-Carry dazu, um sich mit denen bis zum Schluss aufzuheben. Oder sie machen es halt ein bisschen anders, aber hier haben sie es halt genauso gemacht. Es wird also ein Tank-Echo auf der Top-Lane werden. Man hätte natürlich die Möglichkeit, auch immer noch ein AP-Echo zu spielen. Aber das ist eine Variante jetzt, wo Echo nach und nach immer mehr genervt wurde von den Base-Stats her. Die man vielleicht gar nicht so in Erwägung ziehen sollte. Also hier der Echo Top-Lane, bin ich mir ziemlich sicher, der wird auch hingehen. Ich habe in letzter Zeit ziemlich interessante Art und Weise gesehen, Echo dort zu spielen. Zum Beispiel ein relativ, naja, so Semi-Tank-Echo. Mit einer Variante mit dem Rod of Ages, wo du halt trotzdem auf ziemlich gute Tank-Gatings kommst und trotzdem tanky wirst. Denn auch der Rod skaliert ja da gut mit. Bin gespannt, was wir hier in diesem Matchup sehen werden. Dann bitte haben wir dann jetzt kurz den Ezreal und den Viktor. Beides Champions, die hier auf jeden Fall absolut sicher unterwegs sind. Als Ezreal hast du halt immer die schöne Mechanik, dass du halt auch die Alistar Combo dodgen kannst, wenn er in der Luft ist. Und als Viktor musst du halt ein bisschen aufpassen, was diesen Engage angeht, gerade über die Rek'Sai und gerade über die Alistar. Aber all in all hast du halt genug Reichweite, genug Schaden und genug Wave Gear vorhanden, um da dann bitte trotzdem sicher stehen zu können. In den Teamfights kommt es natürlich dann auf das Positioning an, aber du hast halt immer noch einen Shen dahinter. Also die Team-Comp von Jhin eher all in all, die ist super safe. Da kannst du nichts gegen aussetzen. Auf der anderen Seite fehlt uns jetzt bloß noch der Midlaner. Das soll dann einfach bloß noch was Starkes. Am besten Skalierendes werden, weil die Scalings sind momentan nicht so hoch. Und Longzhi, dadurch, dass die Scalings von Echo genervt wurden. Rek'Sai ist relativ gut dabei, aber auch Lucio ist jetzt nicht der geilste Late-Game-Carry. Das sind natürlich auch immer noch die verschiedenen Varianten, die du am Bild fahren kannst, ob du jetzt den Crit Lucian spielst oder diesen Korean Build Lucian. Und dadurch, dass der Korean Build Lucian momentan halt genervt wurde und du auch nicht in der Lage bist, ein Ezreal wirklich gefährlich zu werden auf Lane. Du kannst sicherlich outraden, wenn er mal zu aggressiv steht. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, wird Pilot einfach bis für eine Farmlane gehen. Und an der Stelle kannst du halt auch selber bei Lucian skalierendes Bild nehmen. Das haben wir auch bisher sehr, sehr oft in Korea gesehen. Also hier denke ich, wird es auch das Crit Build auf Lucian werden. Oh, man entscheidet sich für die Syndra in der Mitte. Das ist übrigens eine Variante, die natürlich im 1v1 übel stark ist.
Syndra ist ein richtiger, richtiger Lane-Bully. Ab Level 6 fette Power Spikes, die wurde ja auch so ein bisschen geremaked. Das heißt, sie ist mittlerweile in der Lage, mehrere Bälle durch die Gegend zu schmeißen. Das klingt irgendwie falsch, wenn ich so sage. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ihre kleinen lila Kugeln dort. Dadurch wurde ihre Passive natürlich auch noch ein bisschen genervt, denn sie hat mittlerweile nicht mehr als passive Fähigkeit oder diese Verstärkung für ihre einzelnen Spells. Sondern das hat man ein bisschen abgeändert. Das heißt, ihr fehlen 15% Schaden auf dem Q, was sich im Early durchaus bemerkbar macht. Weil Level 6 mit dem Ultimate hast du trotzdem noch immer diesen fetten Power Spike. Und all in all kommst du da halt trotzdem gut von der Lane weg. Und vor allen Dingen Victor, jetzt kommt das Wichtigste, ist halt ein immobiler Charakter, den du halt immer und immer wieder mit diesem Stun treffen kannst. Das heißt, Syndra ist in diesem reinen 1v1-Matchup, ist sie phänomenal stark gegen Victor. Allerdings in den Teamfights, da ist es natürlich gefährlicher für sie. Sie ist zum einen von Lane immobil, das heißt, in den Ganks macht es sich etwas schwieriger mit ihr, das Ganze dort erfolgreich überleben zu können. Und in den Teamfights kann sie natürlich nicht so viele Ziele auf einmal aufs Korn nehmen, sondern muss sich da immer auf das eine Ziel, gerade mit der Ultimate, auch fokussieren, während Victor natürlich ein bisschen mehr Damage ins ganze Team dort reinstreut. Also da sind beide unterschiedlicher, wie es nicht sein könnte. Und ich denke, die Late-Game-Scalings dadurch all in all werden auch besser sein bei Victor, denn es gibt halt auch Counterplay-Mechanics für die gute Lissandra, würde ich schon sagen, für die gute Syndra. Denn dieses Ultimate von ihr kannst du zum Beispiel auch mit einem Hourglass einfach überbrücken und blockieren, dass du halt ein oder zwei Bälle abbekommst und der Rest, der prallt dann einfach ab an deiner goldenen Haut. Aber wir werden sehen, wie gut sie sich in diesem Spiel machen wird. Und herzlich willkommen, First Time Syndra in der LCK. Aber es ist vollkommen okay. Es wurde hier gründlich durchdacht. Es war auf jeden Fall kein zufälliger Pick, der aus Versehen eingeloggt wurde, wie ein Teemo zum Beispiel in der LCK, was ja mittlerweile schon zweimal passiert ist. Die alten Troller. Sondern der wurde hier definitiv für die Lane gepickt. Wie gesagt, ich habe vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, dass Early von Syndra ein bisschen schwächer geworden. Dadurch, dass du halt 15% weniger Base Damage hast auf dem Q. Vorher war ja die Passive quasi, dass du da mehr Schaden hattest. Mittlerweile hast du aber dafür bessere Scalings bekommen auf ihr. Das heißt, wenn du halt über die ersten Items hinauskommst, dann bist du stärker mit dabei als vorher. Aber soweit muss man es dann natürlich auch erstmal schaffen. Und diese Mechanik, dass du halt jetzt mehrere Bälle gleichzeitig auch mit dem W durch die Gegend werfen kannst, ist nicht schlecht. Und zusätzlich kommt halt noch dazu, dass diese Bälle jetzt auch länger liegen bleiben. Das heißt, im Syndra machst du ja mit dem Ultimate eine Abhängigkeit davon Schaden, wie viele Bälle gerade auf dem Boden liegen. Du schmeißt immer automatisch drei Bälle auf den Gegnern, die halt alle einen fixen Schadenswert haben. Und du kannst nochmal bis zu drei extra Bälle schmeißen. Wenn du halt vorher ein paar Qs benutzt hast oder nochmal den Q mit dem W durch die Gegend geschmissen hast, dann bleiben die halt liegen und dadurch, dass sie jetzt länger liegen bleiben, dann kriegst du jetzt auch die Wahrscheinlichkeit, dass du sechs Bälle zu liegen hast und damit diesen maximalen Schadenswert vom Ultimate erreichst, kommst du da halt näher ran. Früher war es ja so, dass du halt den ersten Q casten musstest mit maximaler Cooldown Reduction. Musstest den zweiten casten, musstest den ersten mit der W durch die Gegend schmeißen, dann den dritten casten, damit du halt sechs Bälle schaffen konntest. Jetzt geht das auf jeden Fall deutlich einfacher. Das ist auch das erste Mal, muss ich sagen, dass ich Syndra seit der Veränderung jetzt sehe. Aber ich bin gespannt. Ich denke, für die Lane ist es halt trotzdem ein echt, echt guter Pick. Kusen, der wird da zu kämpfen haben, hat sich selber hier auch für die Barrier entschieden, was eine Möglichkeit ist. Weil du halt immer, auch während du gestunt bist, diese Barrier aktivieren kannst, somit natürlich eine Menge Schaden wegnimmst. Allerdings hast du halt immer noch das Problem, wenn da der Gank kommt und du wirst gestunt von Syndra, dann bist du halt so oder so tot. Eine Läuterung ist auch eine Variante, die gegen Syndra nicht zu verachten ist. Das Problem in dem Matchup wäre halt bloß, dass du die Läuterung lediglich gegen Syndra mitnimmst. Für die Kuppel gegen Echo würde es halt auch noch helfen. Aber gegen Hochschmeißeffekte zum Beispiel bringt dir halt diese Läuterung überhaupt ganz und gar nichts. Das heißt, sowohl gegen Alistar als auch gegen Crash und Rek'Sai bringt es dir null Punkte. Also da ist die Barrier auf jeden Fall nachvollziehbar. Du willst halt vor allen Dingen immer wieder diese Cooldowns überbrücken. Du hast halt die Ultimate-Cooldown von Syndra und du hast halt einen relativ geringen Cooldown auch von der Barrier als Summoner-Spell. Da muss man halt sagen, das ist durchaus nachvollziehbar. Fury macht es hier ganz gut. Der Sohn gerade aggressiv, pilot da von den Minions weg. Der hat gerade das eine oder andere Minion verpassen müssen. Das sind halt die kleinen Unterschiede, die manchmal das auf der Botlane ausmachen. Und im Endeffekt hast du natürlich auch eine sehr, sehr aggressive Lane. Mit dem Alistar und mit dem Lucian. Aber mit Echo, mit SW bist du da halt perfekt aufgestellt. Du musst dir halt echt nicht so viel Sorgen machen. Das setzt natürlich auch eine gewisse Form von Skill und Reflexen voraus. Aber gerade hier im Profibereich gehe ich stark davon aus, dass Pilot in der Lage ist, diesen Charakter sich herunterzuspielen. Und wenn du dir die reine Laning-Phase betrachtest, ist Ezreal natürlich im Early nicht stark. So, der hat halt viel Sicherheit auf der Lane. Dadurch, dass er mobil ist, dadurch, dass er viel Reichweite mit dem Q hat, das ist es aber auch schon. Er sollte halt niemals in die All-In-Trades dort reingehen. Der erste Blue-Buff, der wird hier sogar Frozen gegeben.
Ja, Kusen, da muss ich ja schon ein bisschen zurückziehen. Für Frozen ist jetzt echt angenehm. Er kann halt sperren, was das Zeug hält. Aber hier, der ist Gragas unterwegs. Frozen muss da aufpassen. Da kommt der Dash mit dem Flash. Das hat super klappt. Direkt daher geflasht. Das war's. Das ist halt die Schwäche von Syndra. So schön sie halt in der Lane 1v1 ist. Wenn du einmal gegankt wirst und da halt so eine dicke Wampe in dein Gesicht kommt, da bist du halt als attraktive Frau nicht amused drüber. Sondern wirst du einfach direkt zerfetzt. Der Victor natürlich mit dem Flash nochmal hinterher. Dann reicht der Schaden auch aus. Super gemacht, das Ganze. First Blood geht hier also jetzt all in all an Generic Green Rings. Ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen, dass Gragas den Kill bekommt, aber auch ihm hilft er natürlich. Ich glaube, Kusen hätte sich da in diesem etwas ja, nachteiligen Matchup selber drüber gefreut. Er ist natürlich auch ohne Flash unterwegs. Das ist jetzt ein Zeitraum für ihn, der jetzt auch nicht gerade einfach ist. Denn Crash, der hat seinen Flash noch und die Gangs und Victor sind natürlich ähnlich stark. Das darf man nicht vergessen. Syndra ist hier nicht der einzige mobile Charakter in der Mitte. Aber was natürlich diese Gang-Voraussetzung angeht, dass du halt mit dem Gragas diese Dash-Flash-Mechanik hast, dann muss Frozen, der muss halt instant flashen. Der muss sofort flashen, wenn er Gragas sieht, ansonsten stirbt er da halt. Haben jetzt auch schon mittlerweile öfter die Mechanik gesehen, dass halt wirklich ein bisschen gepanickt wurde teilweise mit dem Flash. Aber besser so, als wenn du halt im Nachhinein dann versuchst zu flashen, das halt dir überhaupt nichts mehr bringt. Ah, Crash, der hat da kurz Wink gefunden. Ja, schon ziemlich low-lifed. Kann sich nichts leisten. Die Teleportation kommt hier aber durch. Expression hat sich dafür entschieden, sofort aufs gute Siegel und ein bisschen Mana zu geben. Die seht ihr das Pilot. Genauso muss er es machen. Sobald der BQ kommt von Pyong, muss er halt sofort seine Cane Shift aktivieren und mit dem E dort rausgehen. Der Knockup, der trifft ihn dann zwar trotzdem noch, in den meisten Fällen, wenn er es wirklich rechtzeitig macht, dann nicht mehr. Aber er kommt halt trotzdem von der Position weg, auf der er steht und damit auch aus der Reichweite von Fury. Damit ist er sicher aufgestellt. Der Damage alleine von Alistar, der reicht halt nicht aus, um hier als AD Carry jetzt wirklich gefährlich zu werden. Mit denen hat sich Victor hier schon sein Passive-Item einmal abgegradet. Und ihr seht schon, der Schaden, der ist enorm. Hälfte dem mit einer Kombination. Wenn dann noch das Ultimate dazukommt, dann muss halt die Barrier genutzt werden. Ansonsten ist es halt der sichere Tod zu losen. Das ist eine relativ riskante Phase für ihn. Das ist zumindest noch der Patch, wo er sich das Passive-Item wirklich schnell holen konnte. Ich bin mir ziemlich sicher, wären wir jetzt auf Patch 6.14 schon gewesen in Korea, dann hätte es vom Gold her wahrscheinlich gar nicht gereicht für ihn, sich dort sofort das erste Upgrade zu holen. Und damit fehlt ihm natürlich auch eine Menge Wave hier. Also dieser erste Gang hat ihm mal enorm geholfen in der Mitte. Wenn er den nicht bekommt oder da ein Counter-Gang kommt, dann kann das ganze Spiel anders verlaufen, gerade über die Midlane. Aber in dem Fall war es nun mal so. Expression, der guckt da auch so ein bisschen, ob er seiner Midlane helfen kann, ihm ein bisschen unterstützen kann. Ist da so ein bisschen mit dem Roaming unterwegs. Ist auch ein Farm nach vorne auf der Top-Lane. Kann sich ganz genauso leisten. Hat sich selber noch die Blast geholt. Das Ganze wird natürlich durch das dunkle Siegel verstärkt. Das ist auf AP-Echo. Und auf dem Tank-Echo, muss man ja sagen. Aber dadurch, dass der Tank-Echo natürlich auch mit AP-Werten skaliert und selber sehr tanky ist, sehr sicher ist, viele Supports und auch Kills bekommen kann, ohne dabei zu sterben, ist natürlich dunkles Siegel immer eine Variante, die sich lohnt. Zumal du jetzt auch darauf angewiesen bist, vielleicht ein paar mehr Grund-AP-Werte zu haben. Aufgrund deiner verringerten Scalings. Beziehungsweise, nee, aufgrund deiner verringerten Base-Damage-Werte, aber deiner erhöhten Scalings, so muss man sagen. Das heißt, du musst die Scalings halt mehr ausnutzen. Kusen, der kriegt jetzt hier einen Blue-Buff. Immer für ihn erstmal kein großartiges Risiko. Er muss sich halt fernhalten von Syndra. Muss zusehen, dass er die Waves spielen kann, aber es sollte ihm gerade ohne Probleme möglich sein. Er ist schon Level 7. Das heißt, ein Laser reicht auf jeden Fall für die Caster-Minions und dann reicht entweder der zweite Laser oder ein paar Auto-Tags mit einem Q gepaart noch, um diese Nahkampf-Vasallen noch zu eliminieren. Das hat natürlich niemals in diese aggressiven Trades reingehen. Das heißt, für den Laser zu gehen ist okay, weil er viel Reichweite hat. Aber wenn du jetzt versuchst, als Kusen noch in diesen Nahkampf, also Nahkampf in Anführungsstrichen reinzugehen, das ist jetzt nicht wirklich Nahkampf, er ist ja immer noch ein Range-Charakter. Aber wenn du halt den Q benutzt und den Auto-Attack ausüben möchtest, dann hast du halt einfach ein viel zu hohes Risiko auf Lane. Weil natürlich der gute Frozen nicht jederzeit stunnen könnte und damit einfach rigoros outtradet, ob du jetzt da einen Thunderlord boxst oder nicht. Crash, da will sich hier nochmal den Pinkboard holen. Und ist da jetzt auch sehr, sehr Midlane fixiert. Und wir haben gerade die Rotation gesehen, dass Pure halt so ein bisschen Frozen nach vorne bringen möchte. Und das hat auch Expression dort ein bisschen in die Mitte geschielt hat. Allerdings ist das natürlich etwas, was wir auch machen müssen. Eine Syndra, die hier in diesem Game zurückfällt, die ist halt im Late Game nichts mehr wert. Die Scalings sind da ziemlich eindeutig. Die ist im Early, im Mid Game ist die halt phänomenal, um Druck auf die Gegner auszuüben. Aber im Late Game wird halt ordentlich was an Potenzial abgebaut. Zumindest im Verhältnis zu Victor. Er hat sich jetzt mittlerweile auch sein zweites Upgrade geholt auf sein Passive-Item. Hat jetzt also noch zusätzliches Lauftempo, wenn er sein Q dort benutzt.
Was gar nicht schlecht ist. Weil Lauftempo gegen Syndra ist dir sehr, sehr wichtig. Einfach nur, damit du den Stun besser dodgen kannst. Rose selber ist auch erstmal bloß auch gedacht, diese Waves zu clearen. Ja, sagte er. Und danach kam Q und W, der halt komplett ins Leere ging. Hat jetzt auch nicht den Unterschied. Die Leute sind ja eigentlich nicht so hoch. Syndra ist wahrscheinlich auch einer der besten Wave-Clearer, wenn es darum geht, unter dem Turm ihn zu clearen. Mit dem Q, mit dem B geht das relativ zackig. Victor mittlerweile sind wir jetzt schon auf Stufe 4 ausgebaut. Muss trotzdem nochmal aufpassen, wie das wieder aussieht. Aber man sieht es halt, naja, macht es genau richtig. Er versucht halt wirklich bloß einfach Syndra unter Druck zu setzen. Und das ist genau das, was er als Stärke seines Champions ausnutzen muss. Von Botlane sehen wir jetzt übrigens Lucian, der in Richtung Yumus geht. Bin ich nicht so ein Fan von der Variante. Ich habe es ja vorhin, bevor das Spiel angefangen hat, schon mal so ein bisschen erläutert. Warum es ein Matchup ist, wo du eigentlich nicht gerne auf diese aggressive Art und Weise, auf diese Early-Game-Art und Weise spielst. Ich meine, es dauert natürlich ein bisschen, deine Power-Spikes sind früh, sie sind da und du hast halt bis 3-4 Items ungefähr, hast du halt größere Power-Spikes. Aber ab da an müsst du halt bis noch zurückfallen. Und dein Late-Game ist halt somit bei Long so wie nicht vorhanden. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dadurch, dass halt beide Carries, sowohl AD als auch AP-Carry, dadurch schlechter skalieren als die gegnerischen Carries, muss man halt zusehen, wie man das Ganze dann gebacken bekommt. Ist natürlich kein Garant dafür, dass man jetzt hier eine Niederlage gegen muss. Aber es ist trotzdem unangenehm. Gerade wenn man in die sauberen Teamfights später reingehen muss, wirst du da eindeutig einen Nachteil haben. Wenn du da nicht schon der Damage spielst, sondern nach halt gegen Shen spielst, dann haben die ja. Das wird kein Spaß werden. Wir sehen es ja auf der Botlane. Klar, der S-Wheel, der fällt hier so ein bisschen im Farm zurück, weil er unter Druck gesetzt wird. Aber es ist halt trotzdem kein Risiko für ihn. Er ignoriert das Ganze einfach so ein bisschen, konzentriert sich halt wirklich gut aufs Farm. Ob man da jetzt 10 CS hinten ist gegen den Lucian, der etwas früher als Bulk ist, vollkommen okay. Das wird natürlich dazu führen, dass man vielleicht die ersten 1-2 Drachen dort abgeben muss. Wenn man natürlich gegen die frühen Power-Spikes von Long so nicht all-in fighten sollte. Wenn sich die Situation ergibt, ist es okay. Wenn du halt zum Beispiel mit einem Shen ein gutes Play machen kannst. Und Shen und Kragas an sich ist ja natürlich auch eine Combo, die sich ziemlich gewaschen hat. Der Kragas, der vorne rein dasht, gleichzeitig die Ultimate von Shen bekommt und damit deine Backline halt schon mal komplett unter Risiko steht. Bringt es ja auch schon wieder in die Mitte unterwegs, hat seinen Flash ja mittlerweile wieder zur Stelle. Frozen natürlich auch, aber setzt voraus, dass er diesmal auch trifft. Pilot, der wurde hier einmal mit allem angegangen, was er hatte. Kann sich da aber gut zur Wehr setzen. Wink, der will Frozen einfach ein bisschen ärgern, holt sich jetzt hier noch King von mit. Allerdings ist Rex ja jetzt noch in die Mitte unterwegs. Und das kann ein Kampf sein, den du 2 gegen 2 schnell verlierst. Kommt ein bisschen darauf an, wie sich von der Situation her macht. Aber wenn du halt die Carries erwischt und du zum Beispiel Victor direkt stunnen kannst, hochwerfen kannst und noch die Syndra Ultimate rausbekommst, dann hilft dir auch jede Barrier nichts. Da wirst du wahrscheinlich an der Stelle sterben. Der Schaden, der schon ziemlich stark. Und wir haben auch gerade gesehen, dass Shen auf der Top-Lane mittlerweile auch schon gut Schaden hat. Einige Punkte hier in den Q investiert, einfach nur um den prozentualen Schaden zu haben. Also Fashion, der tut sich schwer. Tanks sind mittlerweile ein gefundenes Fressen für den Shen, der natürlich selber immer wieder sein Schild hat. Der immer wieder teilen kann, der dort über schöne Werte verfügt, die Lane runterzuspielen. Expression jetzt hier noch mit dem Teleport. Will Shen haben. Aber der ist natürlich tanky. Kuppel trifft nicht. Wurde sauber umgangen. Jetzt flasht er noch raus. Weiß nicht, ob er die Flash hätte wirklich benutzen müssen. Dadurch, dass der Q verfehlt hat von Echoes natürlich und die Kuppel natürlich auch, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er da noch gecatcht wird, relativ gering. Der Knocker von Rexha wäre sicherlich durchgekommen. War an der Stelle, wo Trace halt eh hundertprozentig backgehen möchte, hätte man sich den Flash, glaube ich, sparen können. Und für Shen ist der Flash halt auch eine Variante, die halt gar nicht so unwichtig ist. Ja, ja, auch einer der wenigen Champions, die halt über diese Animationserweiterungs-Flash-Mechanik verfügen. Schönes Wort. Dass du halt quasi sein E benutzt, seinen Schattensturz, um die Gegner zu taunten. Noch direkt, nachdem du ihn vollführt hast und der quasi noch ja, dabei ist auszuführen, kannst du halt auch auf den Gegner raufflashen und den halt mit deiner Körperberührung auch noch verspotten. Und der Greenlink ist jetzt hier auf dem Weg in Richtung Drake. Der würde ihn anscheinend auch geschenkt. Da komplett ungecontestet lassen. Ich meine, man wusste natürlich, dass Rex ja gerade oben war. Ist ja jetzt erst unterwegs in Richtung Botlane. Deshalb hat man da auch gewusst, dass man Richtung Drache gehen kann. Deshalb schöner Call hier von Jinja Greenwings. Das war ein Ocean Drake. In der Landing Phase ist er gar nicht so unwichtig. Für Shen oben ist er super wichtig. Der Shen ist halt, solange er nicht angegriffen wird, hat er halt die Regenerationswerte des Todes. In Abhängigkeit natürlich davon, wie viel Leben ihm bereits fehlen. Aber für den Echo, der jetzt sowieso schon im Nachteil in dem Lane-Matchup ist, wie man sehen konnte, den freut das natürlich nicht so sehr. Jetzt selber hier endlich ein paar Magieresistenzen holen können. Und für den Glanzenschienen, ein bisschen mehr Damage zur Verfügung. Von den Farmwerten her nimmt dies natürlich nicht so viel.
Muss man aber auch sagen, das sind halt Champions unterschiedlicher, wie sie nicht sein könnten. Denn Shen hat von seinen Spells aus hat er halt null Wave Clear. Er kann das Ganze später meistens durch einen Sunfire Cape ausgleichen, beziehungsweise in dem Moment hier haben wir sogar eine relativ aggressive Art und Weise, dass man sich dafür einen Tiamat entscheidet und in Richtung Titanic Hydra gehen möchte. Was aber auch vollkommen okay ist. Ist jetzt auch nicht so unüblich. Aber du hast natürlich als Echo, wenn du auf den ersten Level dein Q benutzt, hast du schon so einen unheimlichen Wave Clear, dass du damit Shen nicht gegenhalten kannst. Dementsprechend ist Echo, auch wenn er in den Trades mal hinterher ist, im Wave Clear trotzdem gleich auf und damit im Farm auch nicht zurück. Der macht das eigentlich ganz gut hier, der Junge. Schön gemacht. Grace und wieder die Kuppel, holt sich einmal ein Schild. Muss einen Auto-Tag ausführen. Ah, der Taunt, der hat hier nicht ganz getroffen. Man benutzt aber die Kuppel, einfach die Passive von Echo nicht ausnutzen zu lassen. Er macht das hier also sehr, sehr intelligent, wenn er in die Trades reingeht. Expression, der muss halt auch jedes Mal Mana investieren. Also selbst wenn die gleich traden von dem Leben her, ist Expression trotzdem im Nachteil. Man hat jetzt erst seinen Teleport genutzt, so um auf Cooldown, und hat schon wieder fast kein Mana mehr auf der Lane. Also Expression, dem wird das ja echt nicht leicht gemacht. Hier sehen wir es, Tracy mit ein bisschen mehr Wave unterwegs. Das ist auch eine Variante, die verständlich ist. Mit dem mit titanischen Hydra. Weil wenn du für die andere Wave-Variante gehen würdest, Frozen muss da ein bisschen aufpassen. Der Backport, der wurde gesehen. LOL, ist der Low, muss die flashen. Ansonsten kommt der Flash von Kusen noch hinterher. Der wird nochmal hochgeschmissen hier. Und da ist Frozen einfach ein bisschen zu greedy gebackportet. Der Schaden von Victor, der ist halt nicht zu unterschätzen. Um auf die Variante von Shen zurückzukommen. Die andere Variante wäre halt, wie gesagt, dieser Sonnenfeuer-Umhang gewesen. Das Problem ist bloß, Sonnenfeuer-Umhang als solches gibt dir halt Rüstung. Und was bringt dir gegen Echo? Nichts, weil er magischen Schaden hat? Genau, Rüstung. Deshalb entscheidet man sich hier also für die MR-Variante und gleichzeitig für die Tiamat-Variante, die dadurch natürlich ein bisschen billiger ist. Weil der Bardic Sinn als solches, der kostet natürlich bis 1100 Gold. Tiamat ist dann ein bisschen teurer. Allerdings gibt hier Bardic Sinn auch wirklich bloß sehr, sehr geringe Wave-Clear-Werte. Mit dem Sonnenfeuer-Umhang als solches kriegst du da halt einen enormen Push dazu. Mit dem Tiamat kann man das Ganze viel, viel früher hier besser ausgleichen. Oh, schöne Gage, Frozen, kein Flash, das war's für ihn. Also Syndram macht sich hier momentan überhaupt nicht bemerkbar. Bringt, der wird gleich wieder sein E haben. Und Wampe voran! Oh Gott, daneben, aber das Fass ist wieder zur Stelle. Das reicht trotzdem. Das war jetzt hier alles andere als knapp. Und jetzt sieht man halt wirklich, warum Syndra relativ selten zu sehen ist. Es ist halt, wenn sie nach vorne kommt, wenn sie in der Lane noch relativ gut gebackupt wird, dass du halt immer in die 2v2s reingehen kannst und man nicht so viel Angst haben muss, dass da ein Gank kommt. Wenn du halt zu zweit auch noch wardest, wenn der Jungler viel Kontrolle in die Mitte bringt, ist es worth it zu spielen. Ohne Frage. Also sie ist spielbar. Ist auch von den Schadenswerten her vollkommen okay. Ist ein ordentlicher Lane-Bully. Aber jetzt hier als solches macht Gragas halt den entscheidenden Unterschied aus, der halt immer und immer wieder dort Fokus in die Mitte legt. Plus natürlich eben der kleine Fehler, dass der Flash da verschwendet wird, wenn man zu greedy backportet. Aber das macht sich jetzt natürlich alles bemerkbar. Und Syndra ist an der Stelle gerade mit Schwierigkeiten unterwegs. Auf der Top-Lane ist halt echt keine Kill-Gefahr. Auf einer Seite hast du halt Trace, der natürlich besser traden kann, der aber trotzdem nicht in der Lage ist, Expression alleine zu töten. Expression hat immer zwei Varianten, um die Lane zu kommen. Aber muss er auch nutzen. Wir haben vorhin auch gesehen, dass er seine Ultimate genutzt hat, um da als Teleport zurückzukommen, weil irgendein hat es gerade im Chat geschrieben gehabt. Da habe ich so drauf geachtet. Aber es ist halt normal. Dass du das Echo in einem Matchup, wo du halt eh keinen Kill-Pressure hast, kannst du halt deine Ultimate einfach nutzen. Jetzt Yara Seafrost noch immer nicht sein Flash zur Verfügung. Und Tusen, der weiß das. Dann ist raus, Flash ist raus. Man weiß ja auch, da kann ich selber rauf flashen. Shen Ultimate hätte wahrscheinlich dort nicht mehr genutzt werden müssen, da sehr früh die Barrier aktiviert wurde von Kusen. Der benutzt aber seinen aggressiven Flash, um sich dann den 1v1-Kill zu holen. 0-3 Syndra so mit der Mitte. 40 CS hinten. Die wird kein freundliches Spiel mehr haben. Die wird aber bloß noch leiden müssen. Das ist natürlich eine unschöne Situation. Aber es lässt sich gerade nicht ändern. Das ist jetzt natürlich eine Situation, die sich bis ins Late Game hin auswirken würde. Wenn man jetzt so predikten würde, dann würde ich halt sagen, so bis 80-85%. Sieht jetzt sogar schon so aus, als ob Jhin und Greenwings hier auf jeden Fall das 1:1 mitnehmen können. Denn die Scalings, auch mit dem Korean Build Lucian, die sind einfach nicht stark genug von Longzhu, um am Late Game gegenhalten zu können. Im letzten Game, da sah es halt für sie von der Teamcom ganz, ganz anders aus. Aber das ist halt der Unterschied. Jhin und Greenwings, die haben halt sofort reagiert, haben sich gesagt, die Champions hier hatte. Die waren uns einfach zu bestialisch, die bannen wir raus und jetzt funktioniert das Ganze einfach. Weil die Teamtaktik eine ist, die für Longzhu gerade anscheinend nicht so einfach runterzuspielen ist. Ich meine, das kann funktionieren, ohne Frage, auch mit solchen Teams. Aber du musst halt die Kontrolle haben. Da muss ich vielleicht auch einfach mal ein bisschen Crash kritisieren.
Er ist halt im Jungle ohne Frage aggressiv und schnell unterwegs. Er ist in den Farmwerten, ist er weit vorne. Aber er hat halt ultra defensiv gejungelt. Nur gefarmt und hat wenig Druck auf die Lanes gelegt, während Winged halt dort immer und immer wieder unterwegs war. Und da muss Crash halt auch einfach Sicherheit für seinen eigenen Midlaner mehr reinbringen. Er muss halt Warden gehen. Frozen, der kann sich das halt nicht leisten, gerade ohne Flash nicht. Vor allen Dingen hat er auch ein bisschen begrenzte Anzahl an Wards. Und da muss man ihn halt unterstützen. Aber so sein Midlaner jetzt 0-3 dort offen stehen zu lassen, ist doch ganz schön gefährlich. Das Gragas jetzt auch wieder unterwegs, wurde aber gesehen, ist vorher dort durch die rote Ward am Drachen gelaufen. Ich denke, Jhin, die werden jetzt auch schnell wieder Fokus auf den nächsten Drachen legen. Sie wissen ja, dass sie momentan gut vorne sind. Wenn man jetzt auch in diesen 4 gegen 4 Kampf reingeht, ist es natürlich ein Unterschied, ob du 0-3 Syndra von der Midlane dort hast oder ob du einfach 1-0-2 Victor dort hast, der halt noch 40 Farm mehr hat. Mittlerweile schon sein Passive-Item 2 Stufen ausgebaut hat und vor allen Dingen sein Kristallzepter schon hat, was im Teamfight wirklich relevant ist, damit du die Gegner immer sehr, sehr lange in Ultimate-Reichweite halten kannst. Und solange die in Ultimate-Reichweite bleiben, hast du natürlich auch diese massiven Damage-Werte. Ist ja nicht mal so, dass sie so viel Burst wie früher verursacht. Aber der Schadenswert über Zeit, der ist enorm gestiegen. Deshalb willst du natürlich auch diesen zusätzlichen CC-Effekt haben. Schnell mal die eine Ward am Drachen. Kann halt quasi sagen, dass alle Lanes gerade vorne haben. Alle Lanes kann man vielleicht nicht sagen. Die Botlane ist jetzt nicht unbedingt vorne bei Junior Greenwings, aber das können sie auch nicht. Nicht in dem Matchup. Halten sich da also noch ein bisschen zurück. Der Lucian, der ist halt early einfach zu stark und zu dominant gerade. Aber in den Farmwerten ist man halt nicht weit zurück. Man hat halt genau diesen 10 bis 20 CS-Unterschied halten können. Das ist vollkommen okay. Da kann man jetzt keinen Vorwurf machen. Bei Top-Lane ist man halt super unterwegs gerade. Zwar vom Farm her nicht, aber die Dominanz auf der Lane ist schon zu erkennen. Und du hast halt einen Victor in der Mitte, der einfach ja weit vorne ist. Plus ein Gragas, der halt 2 Kills bisher erwirtschaften konnte. Das sieht eigentlich jetzt gut aus. Und Jhin eher die Frage, was er daraus machen können. Er hat da mittlerweile das ein oder andere Item aufgebaut. So langsam läuft es wie auf der Lane. Aber er hat halt immer noch den Nachteil, dass er mit 2 Ressourcen traden muss. Ich meine, klar, Tracer muss auch mit 2 Ressourcen traden. Auch er hat ja diese Energie, die er dort immer benutzt. Allerdings lädt sich die Energie auch wesentlich schneller wieder auf. Und du hast sie wesentlich schneller wieder zur Verfügung als Mana auf der Lane. Dafür Expression allerdings auch immer wieder seine Ultimate, die er nutzen kann, um auf die Lane zu kommen. Hat er gerade eben auch gemacht. Der Ocean Drake, der wird jetzt trotzdem von Jhin angegangen. Ist vollkommen okay. Wenn du halt erst, wenn du diese Early Dominance hast, dann willst du sie natürlich immer und immer weiter ausbauen. Rexel ist auf dem Weg in Richtung Top Lane, hat er keine Camps mehr. Das Passion geht da sehr aggressiv vor, einfach nur das Camp jetzt wegzuhalten vom Turm. Man muss natürlich auf die nächste Wave warten. Shen, der will aber sofort reagieren und geht dann die Wave rein. Jetzt wird man da eine Ward die Rexel sehen. Und einen Shen zu diven wäre doch relativ riskant. Vor allem, ich wahrscheinlich noch kein Ultimate. Hat nicht mehr so viel Cooldown. Die Kuppel, die kommt jetzt. Grace, der wird auch gestunt und will ihn haben. Der Turm, der verursacht noch nicht so viel Schaden. Die Technik-Hüter, die sorgt aber dafür, dass die Minions nebenbei noch sterben. Man muss auch vorsichtig sein. Expression jetzt eine Menge Leben verloren. Muss die Ultimate jetzt nutzen, hat es gerade wieder bekommen. Den Turm wird man da eventuell aber noch bekommen können. Oh, wobei doch, jetzt kriegt man. Jetzt muss Grace aufpassen. Taunt ist draußen. Wird ja aber nicht angegangen. Aber Expression hat kein Mana mehr. Wenn da nochmal ein Taunt zur Verfügung steht, dann wird das schon mal knapp. Vor Botlane haben wir jetzt aber gesehen, dass er auch dort auf entgegengesetzter Map quasi der Turm unten genommen wurde. Dann hat man da den Jungler zusammen reingepusht. Jetzt geht man direkt noch an den T2-Turm ran. Und der kriegt schon mal eine Menge Schaden ab. Das ist gar nicht wenig. Hälfte Leben schon mal verloren, wie man auf der Top-Lane dort überhaupt nicht weiter pushen konnte. Im Gegenteil, sobald der Jungler da wieder weg ist, sehen wir, dass Trace sich da sofort wieder aggressiv da vorne begibt. Also nach wie vor das Sagen dort auf der Lane. Ist dann noch gespottet. Man sieht es mal so schön an den Pings, wenn auch die Leute durch die Wards durchlaufen. Wards sind hier natürlich auch essentiell wichtig, wenn man die Kontrolle behalten kann. Aber jetzt sehen wir, dass Tracy hat sich jetzt auch um den Turm geholt. Damit also jetzt der Einturm-Vorsprung insgesamt für Jhin and Greenwings. 2 Drachen dazu. Jetzt kommt ja aber der Engage. Guse, der kriegt zwar noch die Ultimate, aber das reicht bei weitem nicht. Da war er viel, viel zu deep. Der Turm steht immer noch. Nochmal der Knock-Up hier auf Shay. Der versucht da irgendwie rauszukommen. Ist aber super low. Wird sie jetzt vom Fury einfach niedergemäht. Pilot, der läuft noch. Der schwebt noch, der fliegt, der portet sich, aber Expansion, der geht hinterher mit der Ultimate raus. Zack! Da sind die Kills, die Longso gebraucht hat. Bis eben sah das gar nicht gut aus und jetzt ein fataler Fehler. Der Nasher übrigens mittlerweile schon gespawnt. Wir sind in der 24. Minute. Das ist eine große Gefahr. Du hast immer noch Gragas da, du hast Tracer, der tanky ist. Der kann auch noch eine Menge Stunk machen. Den Schaden von Shen sollte man nicht unterschätzen. Und der Schaden gegen den Nasher, der fehlt noch so ein bisschen.
Aber mittlerweile hat man schon geschafft, ihn auf Hell zu leben runterzukriegen. Frozen, der ist ja separiert, der ist alleine. Tracer denkt sich, gefundenes Fressen, nimmt er mit. Kriegt den Kill auch, eins und schon bekommen. Der Nash hat 3500 Leben, aber Kragas, der ist im Pit drin. Long Zoo, das wird echt, echt knapp. Die Kuppel, die kommt jetzt. Jetzt wird er rangehen. Es geht nur um den Nasher. Und er bekommt Rexer ihn. Konnte ihn sichern, aber der Preis, der ist trotzdem gar nicht mal so niedrig. Zwei Kills bisher abgegeben, aber die restlichen kommen aus dem Pit raus. Also all in all war es trotzdem worth. Expansion überlebt das Ganze zusammen mit Crash und Pure. Und da hat man halt vom Gold-Effizienzwert her doch schon einiges rausbekommen. Drei Kills und der Nasher somit gegen zwei Kills getauscht. Super worth für Long Zoo. Das war das Punkt, das war der Punkt, den sie gebraucht haben, um hier ins Game zurückzukommen. Verlieren jetzt zwar nochmal den mittleren Turm, das muss sie aber nicht so sehr stören. Oh, Crash. Da war ein bisschen greedy für die Minions, aber der Taunt ist nicht mehr da. Für Shen, der kommt da nicht hinterher. Aber das kann auch schief gehen. Das kann gerade richtig schief gehen. Man sieht halt immer wieder den Unterschied zwischen Teams, die halt viel, viel Schaden über Zeit haben in solchen Situationen und die Nasher halt wirklich wegballern können. Man sieht halt Teams, die halt nicht so geil sind, Nasher zu machen. Sind dann jetzt auch nicht so der beste Champion, um da an Nasher ranzugehen. Und dann sind halt noch zwei Tanks super gefährlich für dich. Überlebt das Ganze hier ganz schön knapp. Calculated, sagt man natürlich. War natürlich kein Glück. All in all war es jetzt super worth it. Aber einfach mal bloß gesetzt den Fall, als Gragas halt in der Lage ist, diesen Nash da halt wirklich zu contesten und die halt bekommt, dann ist das Game halt gelaufen für Dongsu. Ich denke, all in all war der Call wirklich riskant. Also war eine 50-50 Chance. Gragas hat noch mehr als genug Leben gehabt. Shen, der dort Leute auch unter Druck setzt. Da muss man alles genau timen. Aber im Endeffekt ging es ja gut aus für Long, so also für sie jetzt ein riesen Vorteil. Die Frage ist, wie sie ihn ausnutzen können. Die wollen jetzt natürlich auch eigentlich mal die Türme hier bekommen. Haben jetzt mittlerweile ausgleichen können. 3:3 Türme steht es also. Und hier sehen wir es nochmal. Da sind dann Pit drin. Frozen, der separiert sich halt gegen Shen. Der hätte sich eigentlich ins Pit tief reinstellen müssen. Wird dann halt einfach von Tracer raus fokussiert. Erst dann, der trifft halt auch nicht, sondern bloß diese Schockwelle hat dazu geführt, dass er weggestoßen wurde. Jetzt nimmt man hier irgendwie raus. Ein bisschen früh, der kommt dann Dicke wieder ins Pit rein. Mit Dicke meine ich nicht seinen Bauchumfang, weil er einfach genug Zeit hatte. Zack, geht er ran. Aber er konzentriert sich halt auf den Kill. Er hat seinen Bauch aber benutzt, um auf den Kill zu gehen. Und wollte nicht unbedingt die Nasher contesten. Das war natürlich eine klare Entscheidung, die er da getroffen hat. Wenn er Bauchrammer und Smite gleichzeitig auf Nash benutzt und den W noch aktiv hat. Oder auch halt das Q, aber ich glaube, Barry war noch auf Cooldown. Dann kann er den halt wirklich stealen. Ich denke auch, dass er da mehr Schaden zur Verfügung hat, was diesen Damage Burst angeht, als eine Rek'Sai. Mit Rek'Sai hast du halt einen Auto-Hit und einen Auto-Reset mit dem Q zur Verfügung. Plus halt Smite. Aber Gragas kommt da um einiges mehr auf die Schadenswerte. Ich denke, da hat Ring mehr draus machen können. Aber gut, okay, im Endeffekt. Wie ist es jetzt, der Nash, der langsam gegangen ist? Für sie ist es schön. Sie stehen jetzt wieder ein bisschen besser im Spiel. Sie haben sich im Goldwert jetzt sogar nach vorne setzen können, auch wenn sie zwei Kills hinten liegen. Drake ist natürlich noch immer dort auf der Seite von Jin Air sind. Aber der nächste Drache, der wird kommen. Das wäre jetzt sogar eine Möglichkeit für Long, so den zu nehmen. Das ist allerdings bloß ein Cloud Drake. Vielleicht erwartet hier. Wird jetzt aber von der vom Sweeper entdeckt werden. Mittlerweile hat Pilot ja auch seine Base-Items aufgebaut. Jetzt hier in Richtung Blade of the Ruined King. Die Klinge des geschützten Königs als nächstes. Hat aber schon seinen erstgeborenen Handschuh und sein Munamara ausbauen können. Das sind immer so die Power Spikes, die er haben möchte. Zwei Items, die Mana-Mune zu Muramana entwickelt haben. Ab da ist SW von den Schadenswerten her echt nicht mehr hinterher hinter anderen Nagel-Carries. Natürlich sollte man Fury hier nicht unterschätzen. Er hat auch einen super Power Spike mit dem Yumus, mit dem Black Cleaver und dem Last Whisper. Vor allen Dingen ist sein Power Spike jetzt sehr langreichend, weitreichend. Das heißt, du hast jetzt Rüstungsdurchdringung aufgebaut, obwohl die Gegner noch gar nicht so viel Rüstung haben. Und das skaliert jetzt natürlich ein bisschen mehr ins Late Game. Das heißt, du brauchst dir jetzt keine Sorgen darüber machen, wie bild ich, was baue ich, weil Rüstungsdurchdringung ist in dem Fall immer gut. Ob die Gegner jetzt die Rüstung schon aufgebaut haben oder noch nicht, das funktioniert halt immer. Aber er wird halt in den nächsten 1 bis 1,5 Items langsam an den Punkt kommen, wo sein Bild halt im Vergleich abbauen wird. Ja gut, Rex hat noch den E. Ja, das stimmt. Da hast du recht, Rex hat auch noch den E, wenn man zusätzlich bursten müsste. Aber du kannst ja Q und E bei ihr nicht gleichzeitig benutzen. Aber du hast ja immer bloß diese 0,5 Sekunden in dem Moment, wo du bursten kannst. Das heißt, du benutzt halt entweder... Ich glaube, der E würde sogar mehr Schaden machen in dem Moment, da, statt den Q mit dem Auto-Reset. Aber mit dem E kannst du halt auch den Auto-Hit quasi resetten. Aber all in all ändert es ja nicht an der Sache, dass Gragas trotzdem mehr Schaden zur Verfügung hat, um diesen Nash jetzt dealen zu können. Weil die Prioritäten waren da gerade sehr, sehr eindeutig gesetzt bei Winged. Er wollte halt den Kill auf den Jungler haben. Dann wahrscheinlich den Nash for free zu bekommen. Hat aber nicht so ganz funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Da denke ich, wäre der Nash-Fokus vielleicht ein bisschen sicherer gewesen. Aber es ist okay. Dinge sind passiert. Unfälle sind geschehen.
Aber Longo, die haben sich das auch verdient, weil immerhin haben sie die 3 Kills vorher rausbekommen. Und nur die 3 Kills haben dazu geführt, dass sie wirklich diesen Nasher dort nehmen konnten. Und damit haben sie sich die natürlich auch verdient. Jetzt geht man hier noch in Richtung Drache. Somit der erste Drache, der Cloud Drake, jetzt für Longo. Vollkommen okay, haben hier noch ihren ein kleines Aufholmanöver genutzt. Nichtsdestotrotz stehen sie immer noch unter Druck. Die müssen halt ein bisschen was draus machen. Frozen hat sich hier mittlerweile für die Ludens-Variante entschieden, was komplett okay ist auf Syndra, weil du ja auch viele Spells spamst. Dadurch kannst du diesen Ludens-Effekt wieder schneller aufladen und den kannst du natürlich damit auch auf Range gut ausnutzen. Also für ihren Poke macht sich das wunderbar. Der All-In-Damage ist damit natürlich ein bisschen schwächer. Wenn man Ludens und Deathcap zum Beispiel miteinander vergleicht, ist ja meistens die Variation, dass du damit überlegst, ja, gehe ich jetzt Todeshaube oder gehe ich halt lieber Ludens? Und meistens muss ich dann halt Todeshaube, weil halt alle Spells natürlich mit diesem zusätzlichen AP skalieren. Und mit einer Todeshaube erreichst du natürlich wesentlich höhere AP-Werte von Grund auf. Als mit Ludens. Bei Ludens hast du halt bloß noch diesen passiven Effekt, dass du halt ab und zu mal mehr Schaden verursachst. Dazu muss man halt auch sagen, dass der Ludens-Effekt natürlich selber auch noch mit AP skaliert. Das heißt, wenn du vorher einen Deathcap hast und dann einen Ludens baust, ist dieser passive Effekt vom Ludens nochmal viel, viel stärker. Da bin ich gar nicht so ein Fan davon, Ludens auf Mitländern so früh zu bauen. Allerdings auf Pokern ist es vollkommen okay. Oder halt versuchst einfach mit jedem einzelnen Spell und nicht mit deinem All-In-Spell mehr Schaden zu verursachen. Deshalb ist es auch auf Syndra vollkommen nachvollziehbar. Na klar, Expression hat sich jetzt auch noch für eine titanische Hydra entschieden. Das ist ehrlich gesagt was sehr ungewöhnlich ist. Ich sehe die Variante ab und zu mal, dass man halt so einen Iceborne Gauntlet ersetzt durch einen Tiamat. Aber hier ist jetzt eine Variante auf Expression, die halt wirklich ihm erstens keine Scalings verpasst, ihm sicherlich ein bisschen mehr Wave-Kill gibt in diesen Outlet-Reset, aber das hat nicht so viel Wert für ihn. Er kann halt seine Passive dadurch schneller triggern. Aber auch die Passive wurde ja mittlerweile genervt, wie oft du die auslösen kannst. Das heißt, auch der Outlet-Reset ist da gar nicht so viel wert für dich. Man sieht es halt auch so. Der Damage auch gegen die Tanks ist jetzt nicht so viel besser als vorher. Also Trace kann er ohne Probleme gegen traden. Kommt damit auch gut klar. Kommt hier aus der Kuppel raus. Er hat wesentlich mehr Leben als du, Expression. Ich würde aufpassen. Er kann als Spieler sicher seine Ultimate benutzen. Shen jetzt hier. Lol. Der tradet die ganze Zeit. Der hat jetzt Panik bekommen. Er hat einfach gedacht, da ist wahrscheinlich irgendwie ein Gank unterwegs. Dass der Expression da so wie ein Tier gerade auf ihn losgeht. Obwohl er halt eigentlich schlechter tradet. Ich denke, das war ihm einfach bloß so diese Vorausschau Ultimate, um dann wegzukommen, weil er wirklich Angst hatte, dass da jetzt der Gang kommt. Und das war vielleicht ein bisschen, naja, ein bisschen gepanickt, sagen wir mal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt auf dieses, ja, auf diese titanische Hydra eingehen, aber ich bin nicht so ein Fan von. Man hat die Tank-Stats oder die Base-Stats von ihm genervt, das heißt, er hat sowieso schon weniger Schaden, du hast die Scalings erhöht, die Titanic gibt ja halt null Scalings auf Echo. Und du gehst halt trotzdem diese Full-Tank-Variante, damit fehlt dir natürlich auch nicht was an Schaden, der Effekt als solches. Ist natürlich ganz schön, wenn du maximales Leben hast und davon hat Echo jetzt nicht so wenig, aber zum Beispiel, wenn du jetzt alleine Iceborne betrachtest, gibt sie halt auch kein Max-Life. Das heißt, der Effekt ist noch immer schwächer als bei anderen Tanks zum Beispiel. Wenn du dir jetzt mal Shen im Vergleich betrachtest, der hat sich halt 3 Items gebaut, die ihm alle maximales Leben geben. Das heißt, die Titanic ist dadurch noch stärker für ihn, während Echo halt noch diesen Iceborne mit drin hat. Das ist halt ein Bild, das sehr kurios ist, weil die Items untereinander keine Synergie haben. Das ist jetzt natürlich nicht, dass er deshalb super schlecht unterwegs ist, aber er könnte halt einfach bessere Stats haben, denke ich. Rexel wartet auch noch geduldig darauf, dass er endlich mal den Tiamat ausbauen kann. Also das Game hier der Titanic Hydras. 3 Stück sogar insgesamt. Ich meine, das ist ja so ein bisschen seltener geworden, dass man die Titanic sieht, dadurch, dass sie auch genervt wurde. Zuletzt, und da der Base Damage auch nicht runtergesetzt wurde. Ist aber auch nachvollziehbar war, wenn du früher Titanic und Ravenous Hydra direkt miteinander verglichen hast, dann war halt einfach die Titanic Hydra um einiges besser. Also die Tankiness gegeben hat und gleichzeitig Schaden hatte. Du bist halt so ab 2000 bis 2500 Leben, hast du es halt geschafft, den aktiven Effekt beziehungsweise auch den passiven Effekt von einer gefräßigen Hydra dort zu outscalen. Also hat man einfach gesagt, man muss da die Balance ein bisschen mehr schaffen. Hat den Base Damage dann von der titanischen Hydra runtergesetzt. Und mittlerweile sieht man ja auch, dass die gefräßige Hydra etwas öfter gebaut wird. Gerade auf den Adi-lastigen Lanern, sowas wie Fiora, sowas wie Trundle. Bei Trundle kommt man langsam so wieder in die Richtung zurück, dass man Titanic baut. Aber bei Trundle macht es halt auch Sinn. Gerade wenn man so Tanks hat, die halt über viele defensive Stats verfügen, ist natürlich dieses extra Leben, das du bekommst, super nutzvoll. Defensive Stats sind umso besser, umso mehr Leben du hast. Und skalieren da halt direkt mit rein.
Deshalb macht es halt auch Sinn, jetzt da keine reinen AD-Werte zu bauen. Vor allem, weil Shen ja auch die reinen AD-Werte nicht wirklich skaliert. Das Einzige, ich würde sogar allgemein sagen, dass Shen das Einzige, womit er skalieren würde, wäre halt Attack Speed. Das heißt, in einigen Matchups lohnt sich da immer noch, dort Attack Speed Items zu bauen, wo du halt wirklich über dein Q viel Schaden verursachen kannst. Aber meistens lohnt es sich hier. Und für Shen macht es halt auch einfach Sinn. Für ihn ist der Auto-Reset natürlich auch mehr wert über die Titanic als für einen Echo. Denn er verfügt halt über die Chance, noch diesen prozentualen Schaden von seinem Q zu verursachen, plus halt diesen extra Schaden von der Titanic. Und da steht natürlich dann ein bisschen mehr Schaden noch mit hinter. Hier nicht für Nash, wurde aber gesehen, dass er gepult wurde. Ich bin jetzt mal da durch die Ward gelaufen. Ich frage mich auch, was Expedition alleine machen möchte. Ich glaube, sein Team hat andere Pläne. Hat, glaube ich, ein bisschen Langeweile gehabt. Dann brauchen sich auch nicht großartig knüppeln. Das haben wir eben schon gesehen. Also der Fight, der geht einfach stundenlang. Und im Endeffekt wird Shen wahrscheinlich beginnen. Beide Top-Lane haben auch immer noch Teleport zur Verfügung. Shen ist natürlich ein bisschen früher da. Darf man nicht unterschätzen. Er hat nicht nur Teleport, sondern auch seine Ultimate zur Verfügung. Das ist auch was man nicht direkt vergleichen kann. Wir sind immer schon auf dem Patch, wo Teleport auch eine Sekunde länger braucht, um durchgechannelt zu werden. Das macht halt manchmal wirklich einen Unterschied. Es ist nämlich jetzt ein Drache geworden, nachdem beide Teams natürlich geiern. Der gute Infernal Drake. Aber für Jinya Greenwing sieht das an sich nicht schlecht aus. Wir haben halt Shen mit Ultimate zur Verfügung. Echo hat deshalb jetzt auch früh gegroovt, was okay ist. Sie haben halt Kusen, der momentan stärker sein wird. Also dort Frozen, man sieht ja auch der Schaden von Expression, der ist halt nicht wirklich relevant. Das waren jetzt zwar bloß zwei Ringe, die er stacken konnte auf den Gegner. Aber da ist mehr drin mit Echo. Ich glaube, ich würde in jedem Fall, bevor ich da jetzt eine Titanic baue, auf ihm würde ich halt immer was vorziehen. Der Wave Gear für die, von der Titanic ist halt überflüssig für dich als Echo. Die Stats bringen dir halt nichts. Was hat bloß das Auto-Reset? Jetzt geht man rein mit der Kuppel. Kusen hier sofort defensiv unterwegs, der will das wissen. Jetzt geht man rein, Wing. Jetzt mit dem Barrier aber nicht gut getroffen. Konnte da kein Gegner wirklich in eine schlechte Position bringen. Bei den Tanks, die versuchen dann noch zu flankieren, wie es geht bei Long. So, jetzt Echo mit der Kuppel, der kommt nochmal gut raus. Hat eine Menge Schaden mittlerweile schon gegenbekommen. Jetzt ist der 4-Mann-Ultimate, der Schaden, der ist aber nicht da. Schöner Stun hier von Syndra, 3 Mann erwischt. Jetzt geht man da rein mit der Ultimate. Victor zoomt alle raus, ist los, Starfio, super los. Der Erste, der sterben wird. Jetzt geht man da direkt weiter. Expression immer noch sein Schutzengel. Aber auch Jinya Greenwings, die sind schon angeschlagen. Frozen nur noch wenig Mana. Da muss man vorsichtig sein, man zieht sich jetzt zurück, geht da jetzt aber in Richtung Drachen bei Jinya Greenwings. Die nutzen die Situation natürlich aus, die Gunst der Stunde. Longsu mussten da ein bisschen defensiv gezwungen werden. Das war halt eigentlich eine optimale Ausgangsposition. Und jetzt Teleport von hinten, Expression mit der Kuppel, die würde aber nicht treffen. Wink, der hält noch eine Menge aus, der Schaden, der ist einfach nicht wirklich groß. Jetzt versucht man hinterher zu kommen, ein Kill kriegt er zumindest raus. Das kann jetzt noch relevant werden. Gut, da wurde nochmal gestunt, jetzt geht's weiter, der Nashor, der ist wieder da. Das wäre der zweite für Longsu. Das Ganze gegen den infernalen Drachen getradet ist vollkommen okay. Das wäre auf jeden Fall worth für sie. Oder Höllendrache, wie er ja mittlerweile heißt. Er heißt ja nicht infernaler Drache. Aber ich kann mir die Namen irgendwie nie merken. Jetzt geht man direkt drauf. Gleiche Situation wie vorhin. Der Schaden, der fehlt natürlich ein bisschen. Fury, der schon super low ist. Trace, der kann das tanken. Er ist mit Ultimate 3 Mann getroffen. Der Shen dort, der trifft Fury nicht. Aber für Syndra, für die reicht es. Man wird die Nashor hier nicht finishen können. Jetzt versucht man auch auf Trace Schaden auszuüben, so gut es geht. Kommt dann auch hinterher, aber es ist ein 3 gegen 3. Jetzt kommt Fury dazu, Expression aber schon super low, muss die Ultimate jetzt defensiv verwenden. Fury traut sich überhaupt nicht rein. Der ist schon super low da hinten und Ezreal, der ist als Damage-Dealer immer noch da. Fury kommt gerade dazu, kann auch gleich wieder nach außen fahren, aber rübergetauntet. Der Slow auf Expression ist auch nochmal drauf, der kommt aber nochmal durch sein Movement Speed, durch seine Passive super gut rausgelaufen. Aber der Nash ist ja nicht möglich, also all in all. Jetzt das Ganze 2 gegen 2 getradet im Nachhinein. Und trotzdem der Höllendrache an Jin Air gegangen. Das heißt, die kommt dann wesentlich besser aus der Situation raus. Und das war's noch nicht. Trash, der ist super low. Ah, da kommt man nicht mehr hinterher. Ja, dieser Tunnel, der rettet ihn nochmal. Der Nashor steht jetzt auch. Jetzt könnte jetzt auch dazu führen, dass man jetzt selber in Richtung Nashor geht. Jin Air haben die Möglichkeit. 2 Leute sind noch immer tot. Victor ist unterwegs. Gragas ist unterwegs. Die will man den Turm haben. Jetzt ist Syndra jetzt respawned. 10 Sekunden noch bis Alice da. Das wird noch dauern. Da kann man durchaus überlegen, ob man da eventuell den Blick in Richtung Nashor wendet. Aber man sagt sich jetzt hier, nee. Alonso, die haben das falsch gemacht. Wir wollen es nicht falsch machen. Also geht man einfach auf Nummer sicher.
Hier sehen wir nochmal die Aktion. Der Torn, der erstmal daneben geht. Ist aber nicht weiter schlimm in der Situation, ob du Expression Torn kannst oder nicht. Er macht halt eine 4-Mann-Ulti, aber who cares. Er hat halt keinen Schaden. Jetzt ein wunderbarer 3-Mann-Stun dort von Syndra. Pilot kommt nach hinten raus und nicht genockt ab von der Alistar. Kombination, aber der Schaden, der fehlt gerade einfach. Du kannst ihn kein Carry rausfokussieren. Und Victor im Gegensatz, der macht halt auch nicht stunk mit seiner Ultimate dort. Und während Jin Air gerade zurückgezogen haben, ist Longsu einfach wieder in den Nashor gegangen. Alles klar, Nashor erfolgreich verteidigt und danach gibt man ihn einfach umsonst ab. Longsu ist also sneaky unterwegs. Björn, der wird da nochmal gecatcht, aber das ist ein Preis, den kann man gerne bezahlen für Nashor. Das ist jetzt nicht so tragisch. Kusen, der kriegt im Endeffekt einen Kill. Mit dem Pillar hier schon nochmal Expression abgebrochen. Allerdings hat man keine Wave, wo man gerade wirklich einen Push ausnutzen könnte, um eventuell noch diesen Nashor-Fix zu bestrafen. Und einfach nur einen Support abzutreten dafür, dass man den bekommt. Ist vollkommen okay. 30 Sekunden ist Björn da. Selbst wenn du diesen einen Turm hier verlierst, wäre es noch worth it. Und da sind nicht mal Minions da. Also Longsu bringt sich hier goldtechnisch zumindest wieder so ein bisschen in eine bessere Ausgangsposition. Das ändert aber nichts daran, dass ihm in den Teamfights momentan der Schaden fehlt. Über Fury, über Frozen kommt gerade einfach nicht genug rum. Auch Expression, der nicht auf Schaden gebaut hat, sondern diese Full-Tank-Variante genommen hat. Ist ein bisschen bitter. Weil Jin Air, die halt eben noch erfolgreich den Nashor verteidigt haben und ihn dann halt einfach unbehelligt dort stehen lassen. Sie haben halt einfach nicht damit gerechnet, dass Longsu so sneaky sind. Und sagen, gut, okay, Jin Air, ihr habt uns einmal vertrieben. So, ihr denkt bestimmt, wir machen den Fehler nicht nochmal. Aber wir machen ihn einfach nochmal. Denn damit rechnet ihr nicht. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Ist man hier unten mit einer ziemlich großen Wave unterwegs. Omos Expression jetzt natürlich ein bisschen im Vorteil. Nicht unbedingt, weil er jetzt mehr Schaden hat und Tracer und Rirus outtraden kann. Nee, aber jetzt die Supervasallen. Und die sind auch für den Shen relativ schwierig zu clearen. Man kann davon Glück reden, dass er sich hier wirklich für diese titanische Hydra-Variante entschieden hat. Und hat allerdings noch ordentlich normalen Schaden. Aber Expression, der nervt ihn halt einfach bloß. Ne? Das ist wie zur Zeit bei diesem warmen Wetter, diese kleinen Stechmücken, die immer in unseren Zimmern rumfliegen. Die sind halt extrem nervig. Genauso ist Expression gerade. Der sirrt und der summt die ganze Zeit einfach um Trace herum. Und der kann da einfach nichts gegen machen, solange der Nash-Buff da ist. So, der erste die zweite bekommen. Ultimate genutzt von Expression hier, um wieder auf die Lane zurückzukommen. Das haben wir jetzt schon oft genug das Game gesehen. Da kann er jetzt ordentlich Druck ausüben. Der Chat diskutiert gerade darüber, dass die Titanic Hydra keinen AA-Reset hat, sondern die Revenant Hydra. Ihr müsst es unterschiedlich sehen. Das, was die Revenant Hydra hat, also die Friesige Hydra, ist auch ein Auto-Reset und gleichzeitig ein Animation-Canceling. Das, was du bei der Titanic hast, ist ein Auto-Reset im Nahkampf. Das heißt, wenn ihr am Gegner dran steht, könnt ihr trotzdem, wenn ihr diesen aktiven Effekt benutzt, also den Auto-Hit-Effekt benutzen, nah dran steht, am Gegner sofort ihn wieder benutzen. Der Unterschied zwischen beiden Items ist, also wenn wir jetzt genau darauf eingehen, dass du die Revenant Hydra halt immer benutzen kannst und diesen Titanic Hydra Auto-Reset kannst du bloß benutzen, während du am Gegner dran stehst. Das heißt, du musst in Auto-Attack-Reichweite sein. Aber das ist natürlich hier in dem Matchup zwischen Expression und zwischen Trace immer gegeben. Das heißt, man muss halt einfach diese unterschiedlichen Resets ein bisschen verschieden betrachten. Das ist aber vollkommen okay. Jetzt die Shen Ultimate hier gezogen. Fury! Der platzt einfach. Keine Chance für ihn da rauszukommen. Da hat man sich ja sogar die Shen Ultimate sparen können. Wing, da hat hier einmal den Ninja Gragas gemacht. Hat sich dahinter die gegnerische Backline geschlichen, den dann einmal erwischt. Allerdings ist man jetzt auf der Mitte, auf dem Weg, die Mitte hier zu pushen. Während unten halt die Botlane gepusht wird. Das wird so ein kleines Base Race. Shen jetzt unterwegs, dort die Botlane noch zu verteidigen. Aber ich denke, Crash, der wird sich da einfach für entscheiden, diesen Turm abreißen zu können. Also bisher eigentlich noch ganz gut das Ganze für Longsu. Kommt halt drauf an, wie gut man jetzt den Turm verteidigen kann. Was hat noch kein AD-Carry da, aber Expression, der macht hier eine wunderbare Arbeit. Und unten sehen wir gerade, dass der gute Crash noch immer am Pushen. Der lässt sich halt nicht beeindrucken von Shen. Der will einen Inip haben. Und wenn er dafür stirbt, der Inip ist ihm das auf jeden Fall wert. Jetzt hat er es geschafft. Den Inip hat er und jetzt zieht er sich da zurück. Shen hat nicht der beste Damage-Dealer, um da wirklich den Tank zu vertreiben. Zumindest nicht an dem Status des Spiels. Crash ist zwar super low, aber der kann sich halt auch immer wieder heilen, indem er sich eingräbt. Na, das war vielleicht ein bisschen gutgläubig, da mit der Ultimate rauskommen zu wollen. Aber schön, nochmal mit dem Sidestep hier den Taunt gedodgen mit dem Tunnel jetzt über die Wall und damit. Oh, lol, da geht man jetzt aggressiv hinterher. Das ist bitter, der Elderdrache, der Tracer nochmal wegschubst und Crash in die andere Richtung haut. Kommt da nicht hinterher, den Flash jetzt also gewastet. Da sieht man halt, dass Crash läuft, da wird aber keiner. Oh, doch, Wund ist noch unterwegs. Der könnte es bekommen. Ob ein Tunnel da ist, ist halt die Frage. Flash ist auch noch dabei, Crash, der schafft das. Der hat sich einfach von der gegnerischen Basis bis in seine Basis reingebuddelt. Kommt er also raus aus der ganzen Situation. Ja.
Crash ist halt, eben ist er noch rausgekommen in der Base und jetzt sagt er sich, ja, alles klar, ich gehe mit der Ultimate wieder zurück. Ja, gut. Ich meine, er lenkt die Gegner lange ab. Den mittleren Turm hat man bekommen. Longs also hier gerade perfekt in Splitbush unterwegs. Naja, und wenn du keinen Schaden gegen die Gegner hast, dann nimmst du halt einmal den Splitbush, dann machst du halt Schaden gegen die Gebäude. Von der Taktik her geht das Ganze natürlich gerade super auf. Haben sich dann den nächsten Inhibitor-Turm geholt. Der Elder Drake ist natürlich mittlerweile in Gefahr. Ist natürlich noch immer kein Sieggarant jetzt. So, die müssen auch immer aufpassen. Ein reiner Teamfight, der wird für Longs gerade nicht gut aussehen. Die müssen dazu sehen, was sie machen können. Alle Tanks momentan schon mit Fullbild da. Shen hat sich da auch nochmal für die Variante von dem ZZ Drop Portal entschieden. Einfach nur da, um die Botlane ein bisschen länger rausgepusht zu halten. Muss da nicht ganz so oft zurückkehren. Jetzt sieht man Crash, der ist halt bloß von Lane zu Lane. Der ist einfach Botlane, der holt sich einen Inhibitor, dann geht er wieder auf die Botlane, dann mal zum Midlane. Und jetzt ist er auf der Toplane unterwegs. Das habe ich einmal, glaube ich, gesehen. Und das war bei Rocket Fast, glaube ich, damals mit Airwax, der halt mit einer Rexa relativ viel Solo-Kills bekommen hat. Und der ist halt ein 1v1-Monster gewesen. Ist halt auch bloß im Splitbush unterwegs gewesen. Das kann aber gut funktionieren. Man muss die Taktik natürlich mit sehr viel Geschick ausspielen. Gerade Longso, die haben halt wenig Disengage vorhanden. Gerade mal über Alistar, Frozen, der kann natürlich mit seinem Stun versuchen zu disengagen, aber meistens ist er derjenige, der dort engaged wird. Und sobald die Frozen und Fury einmal in diesen Gragas-Speckmantel dort reingehüllt werden und der mit seiner Bauchrammer dort ankommt, ist es halt gefährlich. Der Teamfight, der würde an der Stelle verloren gehen. Deshalb ist der Splitbush natürlich mit sehr, sehr viel Risiko momentan behaftet. Aber ihre wahrscheinlich einzige Möglichkeit, und ich finde, die machen das bisher echt gut. Longso, die strengen sich da gut an und die wissen halt auch, wie sie es machen wollen. Solange man den Plan dahinter sieht, ist es halt immer echt schön. Welchen Crit will Rex damit Randomings verhindern? Ja gut, das sind halt die 10% Crit-Damage, die du natürlich auf einer Seite hast. Lieber Hallo, du darfst aber auch nicht unterschätzen, dass du natürlich auch massive Rüstungslebenswerte bekommst und dass du diesen Slow-Effekt bekommst. Und du willst ja natürlich mit Rex ja immer in die gegnerische Backline rein und du willst ja immer irgendwie ein bisschen CC'en können. Auch wenn die Gegner nicht viel kritischen Trefferschaden haben, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, um genau zu sein, haben sie halt gar keinen. Hat, glaube ich, gar keine kritische Trefferchance. Es ändert halt in den Runen vielleicht 1% drin oder so. Aber es ist halt allein nur mit dem aktiven Effekt. Und dann sagt man sich halt so, okay, wir können halt auch mal einen passiven Effekt vom Gold her verschwenden, wenn die anderen Effekte halt trotzdem nützlicher für uns sind. Die Frage ist, was willst du dann sonst klauen? Du könntest halt noch einen Deadman's Plate bauen, theoretisch auf einer Rexel, was nicht verkehrt wäre. Es gibt aber weniger Rüstungswerte und weniger CC-Werte, als du halt über das Randwings bekommst. Und an der Stelle muss man dann halt einfach vielleicht diesen Trade eingehen und sagen, ja, ist okay. Auch wenn da keine Crits da sind, ist Randwings trotzdem viel, viel wert für mich. Alles klar, Expansion, das kennen wir mittlerweile schon, mit der Ultimate zurückgekommen. Allerdings speedet er dann auch gleich wieder weiter. Echo Ultimate hat natürlich auch ganz, ganz geringe Cooldown-Werte. Dadurch, dass du geistig baust und dadurch, dass du den eisgebundenen Handschuh baust, sowieso noch weniger. Und dann kannst du auch deinen Ultimate mal so nutzen. Wenn er jetzt auf den Cooldown achtet, er hat es gerade benutzt, ist nur von unten jetzt in Richtung Nashor gelaufen, hat halt schon wieder die Hälfte von seinem Cooldown zurückbekommen. Der Nashor, der wird hier allerdings auch gescoutet. Und dadurch, dass Expansion auch so schnell sich die ganze Zeit hin und her bewegt, war da keine Chance. Aber man lässt den Nashor jetzt einfach so ein bisschen an der Seite liegen und geht direkt in Richtung Inhibitor. Allerdings sind die Gegner jetzt mit der Flankierung da. Den Inhib kannst du nicht so schnell bekommen. Hier wird sofort das Jumus aktiviert. Hälfte hat man bekommen. Den Teamfight darf man aber nicht eingehen. Für Longso ist das immer noch riskant. Zwar viele Schutzengel momentan da, aber die bringen dir halt auch nichts, weil deine Carries schon überlaufen wurden. Der untere Inhibitor, der wird jetzt auch gleich wieder zurückkehren. Somit der Nashor halt auch nicht mehr so einfach zu contesten. Victor gibt es auch keine Fähigkeit, die kritisch trifft. Also du meinst es jetzt in der Form, wie du beim Anivia E das zum Beispiel hast, oder beim Karthus Q, wenn du ein einzelnes Tage triffst. Das sind ja auch Crits, die übrigens auch durchs Randomings produziert werden. Aber bei Victor hast du halt keinen kritischen Treffer dabei, der halt als kritischer Treffer produziert wird. Also gegen ihn bringt es nicht viel. Das Zeke ist halt das Einzige, was noch so ein bisschen kritische Trefferchance verteilt. Dann im Ace-Reel, dass der halt so ein bisschen reduziert wird. Aber wie gesagt, das Randomings hier nicht als vorrangiger Effekt dort mit diesen 10% kritischen Schadensreduktionen zu sehen, sondern halt wirklich einfach bloß von den reinen Base-Stats her. Das ist schon ziemlich effizient für Rek'Sai. Deshalb hat sie sich dafür entschieden. Jetzt geht man dann Richtung Nashor. Expansion der Backdoor, währenddessen einfach mal ganz in Ruhe die Inhibitoren. Virginia Greenwings, die wollen die Nashor dafür haben. Lassen sich dafür aber noch ein bisschen abbringen vorne. Das ist natürlich sehr, sehr riskant jetzt. Hälfte vom Nashor hat man bekommen. Expansion immer noch mit der Teleportation. Jetzt geht man da rauf. Kusen, der überlebt das Ganze, aber kriegt jetzt die Shen Ultimate.
Shay, der lebt auch noch, aber es ist bloß der Support, den willst du nicht haben. Die Ultimate jetzt auf Pure, der wird auch sterben. Es war aber bloß der Support. Währenddessen hat man halt unten zwei Inhibitoren bekommen und Frozen ist halt noch super low. Ehrlich gesagt hätte ich an Longs Stelle gar nicht so den Teamfight da mitgenommen. Ja, Frozen wird hier sterben, der hat keine Chance. Der versucht noch einen Minions mitzunehmen, was geht. Jetzt einen Execute hier haben. Kriegt ihn auch. Gibt damit noch ein paar Erfahrungswerte ab. Ist aber egal, da die Gegner eh fast alle Level 18 sind. Shay, der war, glaube ich, na doch, der könnte noch eine Erfahrungsreichweite gewesen sein. Somit gibt man jetzt den Nasher ab. Und Longs ist vielleicht nicht die beste Variante. Also die Variante von Pure da wirklich jetzt All-In zu gehen, fand ich ehrlich gesagt nicht gut. Sie haben das gut gespielt. Ich fand die Entscheidung auch komplett richtig, dass Expansion dort auf diesen Inhib-Backdoor geht. Er ignoriert halt einfach Shen und holt sich bloß die Gebäude, was vollkommen richtig ist. Den Nasher wurde halt immer und immer mal wieder abgebrochen von Jin Air und ich denke, man hätte ihn einfach nicht so aggressiv contesten sollen. Du kannst halt sagen, okay, wir versuchen ihn zu stealen, dass du vielleicht das Leben von Rek'Sai dafür opferst, dann wäre es okay. Aber in dem Moment war es natürlich riskant. Aber jetzt wiederum einen schönen Trade gesucht und gesagt, okay, die machen Nasher, brauchen dafür ein bisschen. Wir nehmen uns den Helder Drake mit. Der ist für Longs erstmal nicht so viel wert, weil sie halt, naja, sie kriegen 50% verbesserten Cloud Drake. Das macht aus dem Clown Drake jetzt nicht den God Drake, sondern er bleibt halt ein Clown Drake. Aber sie kriegen halt immer 90 True Damage Buff und vor allen Dingen nochmal extra Gold. Das darf man halt auch nicht vergessen. Und vor allen Dingen, was noch viel wichtiger wahrscheinlich ist, sie nehmen Jin Air dadurch die Gelegenheit, diesen Elder Drachen zu bekommen. Also hier der Gedanke war eigentlich ganz schön gemacht. Das Ganze nochmal minimiert. Aber wenn man das noch ein bisschen cleverer ausspielt, glaube ich, können sie sogar noch mehr rausholen. Du hast Crash, der seine Ultimate hatte, und der vielleicht auf die Botlane geht, anstatt Expansion. Expansion halt jederzeit mit dem Teleporter dazukommen kann. Kannst du die Base halt schneller backdooren, du kannst den Gegner halt trotzdem vom Nasher wegziehen. Und wenn du Nasher halt einfach abgibst, dann ist es auch okay, wenn du zwei Inhibitoren dafür bekommst. Der Nasher, der wird jetzt effizient in den nächsten Minuten nicht aktiv genutzt werden können, weil halt diese Inhibitoren fehlen. Aber wenn Pure dann halt engage, dann muss halt das Team auch sagen, okay, der Engage ist da, jetzt müssen wir es probieren. Aber nicht so ganz funktioniert. Man hat es auch gesehen, der Kusen, der wurde zwar getroffen, ist nicht in die ganze Kombo von Alistar reingekommen, aber im Endeffekt konnte er halt von nichts geburst werden. Hat sich halt totgelacht. Hat einfach Barrier gezündet, hat Shen Ultimate bekommen und dann konnte er halt machen, was er wollte. Man muss sich da halt zurückziehen. Aber das ist auch genau das, was ich ja meine. Alonso, die können halt nie wieder in die 5 gegen 5 Fights reingehen. Die werden momentan jeden 5 gegen 5 Teamfight verlieren, wenn der annähernd sauber runtergespielt ist von Jin Air. Aber sie wissen das auch. Also sie versuchen nicht umsonst die ganze Zeit hier im Split-Push die ganzen Objectives zu bekommen. Auch Rek'Sai, die jetzt da noch auf der Top-Lane unterwegs ist. Da war ich jetzt vorsichtig. Man will den Inhibitor bekommen. Da sind natürlich jetzt die Minions auch schon dabei. Das heißt, man muss aufpassen, dass man nicht die eigene Basis verliert. Aber Rek'Sai, die macht natürlich auch Schaden an dem Turm da oben. Wir kennen das Spielchen schon. Shen, der wird einfach ignoriert. Und weiter geht's. Den Turm will man haben. Jetzt zieht man sich ein bisschen zurück, weil der Turm noch den einen oder anderen Schadenspunkt schon verursacht hat an Rek'Sai. Vor allem, wenn man weiß, dass jetzt alle gebackt sind. Aber es war wieder eine Menge Schaden. Den Inhibitor hätte man in der Mitte eh nicht contesten können. Den hätte man nicht halten können. Und da ist auch hier die Entscheidung von Crash komplett richtig. Dass er sagt, ja komm, dann gehe ich in den Splitbush rein, lass ihn in den Fallen, Leute. Lass ihn stehen. Ich versuche noch dafür ein bisschen Schaden an der Top-Lane zu verrichten. Das hat auch ganz gut funktioniert. Der Greenwing ist jetzt auf dem Weg zur Top-Lane. Shen ist halt alleine unten, kann aber jederzeit mit der Ultimate dazukommen. Er muss halt die Super-Vasallen unten abfangen, in der Midlane geht's ja jetzt. Wenn du selber auch Super-Vasallen hast, muss man halt ein bisschen aufpassen, dass da kein Slow-Push unterwegs ist. Ich glaube, wenn Slow-Push mit Super-Vasallen, dann ist das Schlimmste, was du je gesehen hast. Wenn da 5 oder 6 Super-Vasallen mit einmal kommen, GG. Genauso die Trappen jetzt war. Wir haben aber gesehen dabei. Passt auf, liebe Leute. Der Greenwing, sie sind jetzt am Drücker. Das sieht gut für sie aus. Auch wenn sie einen mehr weniger haben, ist das gar kein Problem. Auch wenn sie im Gold zurückliegen, ihr seht, die überrennen die einfach. Die lassen sich da überhaupt nicht stören, die lassen sich da gar nicht jucken. Die Gegner haben bis eben noch den Elder Drake gehabt, der ist mittlerweile ausgelaufen, der hätte ja bis 90 Sekunden. Im Gegensatz zum Nasher, der Nasher hat halt 3 Minuten. Also genau das Doppelte der Zeit. Da kann man natürlich ein bisschen mehr mit anfangen. Aber trotzdem richtig, dass sie den Elder Drake gemacht haben. Kein Verlust für Jin Air. Die haben sich jetzt hier auch den zweiten Limit geholt und die werden jetzt einfach auf den Botlane gehen. Für sie ist es super gut. Sie können im Teamfight jetzt nicht mehr contestet werden, der Split-Push ist gerade nahezu unmöglich geworden. Dadurch, dass man den Inhibitor verloren hat oben. Weil oben wird die Wave jetzt immer reinpushen. Und Crash ist halt auch wirklich nicht schneller drin. Genauso wie Expansion. Diese Super-Vasallen wegzupushen. Und da unten steht halt immer noch der Turm. Auf der anderen Seite hast du jetzt halt unten den Botlane-Inhibitor bis noch als einzigen verloren. Und da kannst du halt jetzt natürlich einfach die Botlane rauspushen. Du weißt halt. Jin Air, die wissen. Die sind am Drücker. Die müssen halt einfach bloß für die Teamfights gehen. Und dann gewinnen sie das auch. Und das probieren sie jetzt auch einfach auszuspielen. Müssen jetzt endlich weniger Angst vor dem Split-Push haben. Jetzt geht's los. Einmal zu 5 bleiben. Shen, wobei zu 4 würde auch reichen. Shen kannst du halt immer noch auf die Sidelane abhaken. Wird auch gerade abgestellt. Geht hier noch ein bisschen, um die Midlane rein zu pushen. Mit den anderen versuchst du halt einfach derzeit den letzten Turm zu kriegen. Das heißt, für Jin Air der Plan steht. Die wollen das Game beenden.
Und wenn sie das jetzt so machen und den Plan genauso vor Augen haben, wie ich es gerade geschildert habe, dann werden sie es wahrscheinlich auch schaffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Longo jetzt die letzten Team weiter gewinnen kann, ist wirklich sehr, sehr gering. Aber wer weiß, manchmal geschehen ja Wunder. Die Wunder der Kluft beeindrucken auch die ein oder andere mal ab und zu. Aber lass mal Victor dafür ein Q an den Turmrand kommen. Dann wird das scheppern. Weiß gar nicht, ob er sich dafür die Flucht des Least-Variante entschieden hat. Können wir gleich sehen. Wenn die Builds dann mal wieder eingeblendet sind. Er selber hat sich aber zusätzlich auch schon die Potion geholt. Ja, Expression, der versucht jetzt hier zu flankieren, aber sobald er engaged, werden sie den Teamfight verlieren. Das ist nicht einfach. Die Kuppel, die wird jetzt da genutzt, aber sehr, sehr defensiv. Nicht unbedingt da, um dann engaged zu forcieren. In der Mitte sind die Superversand unterwegs. Das heißt, Expression, der muss jetzt abgestellt werden. Muss sich da jetzt in der Mitte im Weichen aufhalten, um die wieder rauszupushen. Man kommt noch nicht so wirklich an den Turm ran. Man hat auch kein Nasher-Buff mehr, um da wirklich die Minions unter den Turm tragen zu können. Aber für jeden Autotech, für den du rankommst, ist eigentlich schon ein Wurf. Das ist so ein Spielchen, das du jetzt noch über 5 Minuten theoretisch ziehen könntest, um den Turm zu bekommen. Aber ich denke mal, irgendwann mit einer Wave wird man sich da entscheiden, All-In für den Turm zu gehen. Dann wird das auch ziemlich zackig gehen. Kuppel wird da wieder genutzt, um wegzuzonen. Aber trifft keinen. Man hört natürlich auch immer dieses Geräusch, dass die Kuppel jetzt kommen und dementsprechend positionieren sich da die Carries auch gleich. Tusen, der darf halt auf keinen Fall in der Kuppel drin stehen bleiben. Für ihn wäre das fatal. Pilot kommt da halt im letzten Augenblick mal mit seinem K-Shift eigentlich relativ locker raus. Der muss ja nicht so viel Sorgen machen. Aber Victor ist auch so mehr oder weniger Hauptaugenmerk unter dem Teamfight. Er macht halt den Unterschied zu Frozen momentan aus. Und Frozen ist halt wirklich im Game nutzlos. Klingt halt immer so ein bisschen gemein. Aber ist halt wirklich nutzlos. Nachdem man in Lane 0-3 da zurückgefallen ist. Und halt nie wieder ein Comeback erlebt. Jetzt kommt der Engage. Frozen hat er erwischt. Der wird auch komplett ausgelöscht. Da haben wir gerade davon geredet. Nutzlosigkeit wurde bestätigt. Jetzt überrennt man einfach den letzten Turm. Der Inhibitor, der wird hier definitiv fallen. Den kann man nicht verteidigen. Und jetzt kommt sie. Die Supervasallen. Die werden jetzt einfach mit in die Basis da reingetragen. Die Türme, die müssen jetzt halt angegangen werden. Es geht nicht mal mehr um die Kills. Sondern einfach bloß darum, den Sack hier zuzumachen. Pilot, der kommt raus. Expansion geht hinterher mit dem E. Ist aber gefährlich für ihn. Kusen, der kriegt ja gar keinen Schaden. Er ignoriert es einfach. Der Schutzengel musste da ausgelöst werden. Und Fury, der macht halt alleine keinen Schaden mit seinem Bild. Das ist viel zu spät, dass du mit dem Green Bild da noch was ausrichten kannst. Zack, da sieht man's. Gegen den Leben alle noch. Türme sind gefallen. Zu 5 widmet man sich jetzt ganz, ganz gemütlich. Dort im Nexus. Der wird auch fallen. Also 1:1. JNR, die können sich hier den Ausgleich holen. Haben das Ganze wunderbar gemacht. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, bei Longzoom, was halt wirklich...